Salvete Discipuli, willkommen zu unserem Donnerstags-Minecraft-Stream, den wir seit letzter Woche hier auf dem Kanal machen. Jawoll! Ich würde sagen, wir springen gleich rüber ins Spiel. Kein Grund, die Zeit zu verplempern. Also springen wir mal rüber und schauen, was uns in unserer Welt Brophtasien so erwartet heute. So. Seht ihr was? Nee, ihr seht noch nichts. Also, ich habe die Welt umbenannt. Genau, wir haben sie letztes Mal ein bisschen anders genannt, aber ich finde Brophtasien eigentlich noch besser. Und wir gehen auch direkt mal nach Brophtasien. So, Welt wird geladen. Dauert natürlich jetzt ein bisschen. Hätte ich vorher schon machen können eigentlich, ne? Naja, egal. Ich wollte zeigen, dass ich es umbenannt habe in Brophtasien. So. Okay. Oh, ja, stimmt. Wir haben ja hier auch schon ein Gemälde hingehängt. Ich erinnere mich. Ah, cool. Sehr cool. Und vielleicht, wenn wir schon mal hier sind... Warte mal, wir haben keine Spitzhacke mehr, ne? Ja. Ich habe tatsächlich vergessen, mal wieder... mal wieder kann man auch nicht sagen. Aber ich habe vergessen... Hatten wir nicht irgendwo eine Bastelkiste? Hier. Ich habe vergessen, Musik vorzubereiten. Ich wollte ja eigentlich Musik vorbereiten hier für unseren Stream, aber das habe ich vergessen. Tut mir leid. So, wir müssen eine Holzspitzhacke... Nee, eine Steinspitzhacke. Dafür brauche ich Stein. Haben wir... Nee, wir haben... wir haben auch Eisen. Wir können auch eine Eisenspitzhacke bauen. Machen wir das mal. Für Eisenspitzhacke brauchen wir tatsächlich 3 Eisen. Das ist fies, aber so ist es. Zu viel Eisen im Blut. Neue Rezepte verfügbar. Sehr schön. Gut, Kohle haben wir noch ein bisschen. Haben wir nicht noch Kohle drin? Nein, dann können wir... Wie umgeht denn das nochmal? Ich glaube so und dann so, oder? Ja. Können wir noch ein bisschen Kohle herstellen? Auch rohes Rindfleisch haben wir auch noch am Start. Und weiße Wolle. Die Wolle können wir auf jeden Fall mal hier reinlegen. So, da ist eine Axt, da ist die Hacke. Was uns auch noch fehlt, ist eine Schaufel. Aber da wir noch genau ein Eisen haben, können wir das vielleicht benutzen, um eine Schaufel zu craften. So, was ist das? Graue Wolle. Die brauchen wir auch nicht unbedingt. Die können wir auch hier lassen. Die Schere können wir auch hier lassen. Und was haben wir denn sonst noch? Noch ein rohes Hühnchen, das können wir braten. Schwarzpulver brauchen wir nicht, Erde brauchen wir nicht, Leder brauchen wir nicht. Ich möchte mich jetzt ganz gerne mal auf eine Tour gehen. Haben wir gerade Tag? Ist es Tag? Ist es Tag? Ich glaube, es ist Tag. Ich wollte gerne auf eine Tour gehen und zwar ein bisschen eine Höhle erkunden, damit wir auch Eisen finden. Das wäre doch ganz gut eigentlich, wenn wir ein bisschen Eisen hätten. So viel Holz haben wir da gar nicht mehr, ne? Vielleicht brauchen wir auch noch ein bisschen Holz. Okay, ich schlage erstmal ein bisschen Holz. Wir haben hier noch eine Steinaxt. Und es ist Tag. Denke ich doch zumindest, dass es Tag ist, oder? Ja, es ist Tag. So. Wo kriegen wir Holz her? Ich laufe ein bisschen dahinter. Bei der Gelegenheit kann ich auch mal gucken, wo eine Höhle zu finden ist. Da hinten ist keine, das habe ich schon geguckt. Wo ist mal diesen Baum? Diesen Akazienbaum. So. Und dieses Hölzchen hier noch. Wunderbar, dann haben wir ein bisschen mehr Holz und können damit unseren Ofen befeuern. Ich warte mal ganz kurz hier. Oh, Weizenkörner. Wie war nochmal das Werfen? So, ja. Ich warte hier nochmal ganz kurz, bis hier ein... Genau. Oh, nicht ganz genau getroffen, aber ist egal. Dann können wir nämlich den Baum gleich wieder pflanzen. Wir brauchen ja hier Bäume ganz dringend. Okay, wir sollten hier vielleicht auch mal eine Fackel anbringen an unserem... Kommen wir da hoch? Ja, tatsächlich, wir kommen da hoch. Ich bringe hier mal eine Fackel an. Das war jetzt nicht ganz oben, glaube ich, oder? Nee. Jetzt. Sehr schön. Dann sehen wir nämlich diesen... Ach, ich glaube, ich brauche gar nicht springen. Ich glaube, das geht so auch. Wir haben sehr lange Arme, wie ihr seht. So, also. Und
Zack, so. Dann sehen wir unseren Markierungsbolzen von noch weiter weg. Gut, und ich packe jetzt dort weiter Holz hinein. Der Ofen ist nämlich schon wieder ausgegangen, so ist es. Ah. Das mal aus. So, also hier weiter Holz rein und die Kohle nehmen wir gleich mal mit. Gut. Achso, ich wollte eigentlich auch das Hühnchen hier, ne? Braten. So. Wir braten mal das Hühnchen und dann das Fleisch. Ja, dieses Holz, das hält nicht lange vor. Das merkt man sofort. So, einmal das Hühnchen und dann gleich das Fleisch. Damit wir was zu essen dabei haben, wenn wir auf unsere Reise gehen in die Höhle. Hier haben wir noch einen Kürbis. Jetzt können wir mit dem Kürbis irgendwas anfangen. Eichensetzling, Akaziensetzling. Also wirklich viel zu essen haben wir da nicht dabei, ne? Zwei Steaks. Ja, super. Na gut. Aber das muss jetzt erstmal reichen. Wo bin ich denn jetzt hingelaufen? Vielleicht finden wir in der Höhle ja noch was. Ich glaube eher nicht, aber egal. Okay. Da hinten ist ja dieses Dorf. Vielleicht sollten wir mal in Richtung dieses Dorfes laufen. Da sind Kühe. Schafe und Kühe. Halt! Bleib hier! Bleib hier! Kuh läuft mir weg. So, jetzt haben wir sie erwischt. Haben wir nochmal Leder bekommen? Ja. Sehr gut. Wird schon wieder dunkel? Nein. Das wäre ja auch zu grausam und zu früh. Was ist denn da hinten eigentlich los? Ist eine Schlucht? Das schaut von hier aus ein bisschen aus wie eine Schlucht. Schaut mal. Jetzt sieht man sich weiter. Der Baum im Weg ist hier, da hinten. Schaut schon so ein bisschen komisch aus, ne? So, wir gehen jetzt mal in dieses Dorf. Sehr gut. Noch mehr Leder? Nein. So, da drüben sind Schweine. Das schaut so aus, als wäre da vielleicht eine Höhle oder sowas da hinten. Mal gucken. Hier habe ich das Gefühl, es ruckelt heute ein bisschen. Da ist eine Höhle. Nee, es ist nicht wirklich. Es ist eher so ein Durchgang. Es ist mehr so ein Durchgang hier. Keine wirkliche Höhle. Schade. Was haben wir hier? Da haben wir immerhin ein bisschen Kohle. Die Kohle hier nehmen wir auch noch mit. Ein sehr schön großes Kohleflöz, das wir hier gefunden haben. Her damit. Kohle, Kohle, Kohle. Ich brauche die ganze Kohle. Super. Ein Huhn. Kommen wir hier hoch? Oh, hier sind Felder. Hier sind Felder vom Dorf. Hier sind Felder vom Dorf. Autsch. Bin ich auch friedlich eigentlich? Nö. Ich dachte gerade. So, hier sind irgendwelche Dorfbewohner. Was ist das hier? Holz. Hört sich so an. Aha. Okay. Interessante Bauweise.
Da ist ein Ofen. Was gibt's denn da drüben? Ist das ein Hexenhaus? Nein. Gibt's hier irgendwo ein Bett auch mal? Was soll denn das hier sein? Das kenne ich noch gar nicht. Schaut mir aus wie so eine Welt. Komisch. Muss ich mal nachlesen. Und hier ist eine Truhe und in der Truhe ist Papier drin und Brot. Das glauben wir jetzt erstmal nicht. Wir wollen ja die nicht verärgern, die Dorfbewohner. So, was gibt's denn da drüben noch? Kurzen Blick auf den Stand der Sonne. Sonne. Oh, Sonne geht gerade unter. Ist schlecht. Hier ist eine Glocke. Und das ist ein Golem. Ah, hier ist ein Bett. Sehr schön. Kommt zum Nachtschlafen. Ja, aber es ist doch gleich Nacht. Also merken wir uns schon mal, hier ist ein Bett. Da können wir dann gleich schlafen. Was haben wir hier noch? Hier ist auch noch ein Bett. Das ist sogar noch besser. Weil da haben wir unsere Ruhe. Da ist nicht so ein ungezogenes Kind in der Nähe. Hier auch ein Bett. Okay. Oh, der Golem. So. Können wir eigentlich mit denen auch reden? Was ist denn da hinten noch? Oh, was ist denn das? Auch was Spannendes. Kenne ich auch noch nicht. Na gut. Irgendwelche Werkzeuge sind das, glaube ich. So, jetzt ist es doch dunkel genug zum Schlafen, oder? Achso, da liegt wieder einer im Bett. Ist hier auch einer im Bett? Nein, die ganzen Betten sind alle belegt. Verdammt. Hier auch? Ja. Nein. Ist irgendwo noch ein freies Bett? Ah, das ist, glaube ich, ein Ofen. Wir suchen ein freies Bett. Da ist auch jemand drin. Da liegen sogar schon zwei drin. Vielleicht da unten. Versuch mein Glück da unten, weil da ist Melonen sind dort. Hier ist ein Bett. Oder? Nein. Jetzt habe ich hier auch so was sehen. So. Was ist denn das hier? Ein Braustand, glaube ich. So langsam brauche ich mal ein Bett. Ist auch keins. Jetzt wird es langsam ungemütlich. Hier ist Bett. Mach die Tür zu. Darf ich da rein? Gott sei Dank, er lässt mich rein. Was war das jetzt gerade für ein Geräusch? Ist er böse auf uns? Kann sein, ne? Oh, da draußen ist eine Katze. Wir haben leider keinen Fisch, um die Katze irgendwie zu füttern oder so. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Ich gehe aus deinem Haus raus, ich habe verstanden. Oh, da ist ein Creeper. Ach, guck mal, da sind neue Wasserpflanzen. Oder? Und das ist einfach nur sehr langes Gras, da ist die Katze. Fische? Na gut, also das war ein kurzer Besuch hier in diesem Dorf. Dann gehen wir mal da weiter. Unser Haus ist da hinten. Ja, wir gehen jetzt mal hier so entlang. Richtung Sonnenaufgang. Wir sind immer noch auf der Suche nach einer Höhle. Hier ist eine Höhle. Hier wäre eine Höhle. Die ist auch nicht so weit weg von unserem Zuhause. Oder ist unser Zuhause dort? Ich glaube, unser Zuhause ist dort, oder? Oder ist es dort? Ich glaube, es ist dort. Ach ja, hier ist diese Schlucht. Ja, dann ist es doch dort hinten. Dort hinten. Was ist denn, was hat es denn mit dieser Schlucht hier auf sich? Ist das tatsächlich eine komplette Schlucht, die voller Wasser ist? Das wäre ja ziemlich cool. Oh ja. Und das hier gibt es auch Eisen. Ich glaube, das ist Eisen. Könnte man ja mal ein bisschen was abbauen. Spricht ja nichts dagegen. Ist das Eisen? Oder ist das was anderes? Ist das Kupfer? Kupfer kenne ich nämlich noch nicht.
Ja, es ist Kupfer tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was man mit diesem Kupfer machen kann. Was auch nochmal Kupfer. Kommen wir da auch runter irgendwie? Habe ich nämlich noch mehr Kupfer gesehen da hinten. Hier. Und noch ein bisschen eine dunkle Ecke, da sollte ich vielleicht mal ausleuchten. So. Ja, Kupfer brauchen wir jetzt gar nicht so dringend. Ich weiß auch gar nicht, was man da draus machen kann. Ich glaube, da kann man besondere Items draus machen, aber keine Spitzhacke oder sowas. Was ist das? Das ist Kies immer noch. Okay, dann geht's hier weiter. Hier gibt es noch ein bisschen mehr Kupfer. Ich hätte gern Eisen gefunden. Eisen wär sehr viel nützlicher gewesen. Oh, da ist Wasser. Fängt sozusagen der See an. Alles schneiden halt. So. Gut. Da muss man aufpassen. Oh nee, da kommt wieder Wasser raus. Ach, verdammt. Können wir das hier? Ja. Und hier auch. Hallo, schwimmen, schwimmen. Ah, so. Gut. Haben wir das trockengelegt? Aber das Koffer müssen wir doch auch noch holen können, oder? Ja, das ist sehr gut. Okay, und das auch, ja. Ich hänge da nochmal eine Fackel rein. Nicht, dass da irgendwas spawnt. Gut, dann haben wir alles abgeräubert. Mehr gibt es hier nicht zu holen. Schade, ich dachte, das wäre jetzt eine richtig große Schlucht. Aber ist es nicht. Hier geht es noch ein bisschen weiter. Was ist denn hier noch? Hier ist Kohle immerhin und das ist Kies, das ist kein Bruchstein. Ich denke immer, dass es das Bruchstein ist, weil das wäre ein Zeichen für ein Dungeon oder sowas. Aber es ist tatsächlich einfach nur Kies. Brauchen wir auch irgendwann mal. Ah, das ist die Hülle, die ich vorher gefunden habe, oder? War das die? Nee, die ist hier. Die ist nochmal ein bisschen anders, aber da gibt es, glaube ich, auch nichts Interessantes. Ist es scharf? Nee, da geht es doch. Da geht es tatsächlich noch ein bisschen weiter runter. Aber ich habe da jetzt gar keine Lust reinzugehen. Ich bin so ein bisschen eine zugänglichere Höhle. Ja, wollte ich irgendwie mal finden hier. Da ist Gras, okay. Also zumindest haben wir schon mal einiges an Kohle gefunden. Das ist gut. So, nehmen wir auch alles mit. So, okay. Dann, das war diese Schlucht. Oder ist doch das hier die Insel, wo unser Haupthaus ist? Ich weiß es gar nicht. Wir müssen gleich mal gucken. Wir müssen gucken. Das sollten wir ja sehen. Das haben wir markiert. Ein Boot wäre nicht schlecht. Nee, das muss schon da sein. Hier war diese Schlucht. Also, da war diese Schlucht, die wir vorher schon gesehen haben. Und da hinten ist ein Urwald, glaube ich. Da können wir auch mal hingehen. Sollten wir auch auf jeden Fall mal hingehen. Aber jetzt erstmal die nähere Umgebung unserer Hütte absuchen. Gibt es hier irgendwo eine interessante Höhle, die es zu erkunden gilt? War da hinten nicht noch was? Ich glaube, da hinten hatten wir noch was Interessantes gesehen. Ah, schaut mal. Hier oben ist, glaube ich, was. Das ist ein richtiger Berg. Das hier ist der richtige Berg. Da ist unten eine Höhle und da oben ist eine Höhle. Dann will ich aber, bevor wir da hingehen, erst noch mal kurz kontrollieren, ob das hier unsere Insel ist. Aber ich glaube, ja. Da waren auch so Kürbisse. Ich kann mich an diese Kürbisse erinnern. Genau, und hier ist auch eine Höhle.
Oh, was ist denn da unten los? Hilfe! Hilfe! Geh weg! Geh weg! Ich glaube, das sind diese Ertrunkenen, ne? Hilfe, was wollen die von uns? Wir sind zu weg. Als wären sie nie da gewesen. Sehr unheimlich. So, kurze Kontrolle zu unserer, zu unserem Heim. Zu unserer Wohnung, sozusagen. Unserem momentanen Bleibe. Und was entdecke ich hier? Was entdecke ich hier? Nichts. Okay. Ich dachte schon, hier wäre eine coole Höhle. Obwohl. 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 Nein, auch nicht wirklich. Okay. Hm. Aber hier ist ein Durchgang zu diesem Höhlenberg da drüben. Ah, da drüben geht es auch noch weiter. Vielleicht ist hier noch was Interessantes. Ne, auch nicht wirklich. Okay, jetzt haben wir auch keine Fackeln mehr. Ich befürchte fast, die Sonne geht schon bald wieder unter. Es geht immer so schnell hier. Ja, wenn du mir schon so in den Weg läufst, dann gerne. Darfst du mir gerne dein Leder und deine Steaks geben. Und wenn wir schon mal dabei sind... Wo ist denn die Sonne da? Achso, ich dachte, das wäre hier... ich dachte, das wäre... ein Schilfrohr, aber es ist gar keins. Waren wir in unserem Schilfrohr? Da hatten, wir hatten doch irgendwann so ein Schilfrohr hingebastelt. Ist hier nicht unsere? Doch, hier muss das sein. Dann ist das auch so ein Höhleneingang. Das ist die Insel, die wir ausbauen wollten. Also muss hier irgendwo unsere Zuflucht sein. Da oben ist die, genau. Okay, jetzt ist schon die richtige Insel. Ich werde dann ganz kurz mal bei uns im Bettchen schlafen und dann auf die andere Seite laufen und in diese Höhlen da reingehen. Vorher ein paar mehr Fackeln machen. Ah, die Blumen haben wir hier gepflanzt. Ich erinnere mich, im letzten Stream war das, ja. Absolut, absolut. So, dann hier rein in die Sicherheit und ein paar Fackeln gecraftet aus der Holzkohle. Warum nicht? So, dann haben wir Fackeln, die das Rohkupfer. Das würde ich sagen, machen wir mal hier rein und machen daraus Kupfer. Warum haben wir Eier in der Tasche? Das ist mir irgendwie entgangen. So, Weizenkörner, das Leder, das können wir benutzen, um gleich eine Rüstung zu machen. Was haben wir da sonst noch, was wir hier lassen können? Das hier, die Kohle können wir eigentlich auch hier lassen. Oh, die Kiste ist schon voll. Dann bauen wir uns noch eine Kiste. So. Und zwar hier hin. Und in die Kiste können wir dann die Kohle reinmachen. Genau. So, das Leder, das sind genau 3 Stück. Reicht das? Ich glaube, das reicht nicht für eine Mütze, ne? Da brauchen wir ein bisschen mehr. Aber für Schuhe könnte es reichen. Ne, für Schuhe reicht es auch nicht. Ah, verdammt. Okay. Nein, warte mal. Wir haben doch hier auch noch mehr Leder, oder? Ja, ein Leder noch. Das reicht genau für ein paar Schuhe. Sehr schön. Also, Schüchen. Schuhe. Ja, Lederschuhe. Sehr hässliche Schuhe, aber immerhin Lederschuhe. Super, dann... Brauchen wir sonst noch was? Oh Gott, die Hacke ist schon fast fertig. Dann nehme ich doch noch mal ein bisschen... 2 Steinhacken mit. Hallo? Ach, das ist Andesit. Ach, verdammt. Andesit, Bruchstein, da haben wir Bruchstein. So. 2 Steinhacken und noch eine Steinschaufel. Und dann sollte das passen. Haben wir doch ein bisschen Holz haben wir noch. Das lassen wir da, das brauchen wir sicherlich nicht auf unserer Reise. Dann das Kupfer tatsächlich. Ich nehme mal das Kupfer raus und schaue, was ich mit dem Kupfer machen kann. Was kann ich mit dem Kupfer denn machen? Neue Rezepte, ja, das würde mich mal interessieren. Kupfer. Ist hier irgendwas mit Kupfer? TNT? Nee. Akazientür, ganz sicherlich nicht mit Kupfer. Grobwegeplatte? Nee. Hier, Rohkupferblock. Okay.
Rohkupferblock, Roheisenblock, das ist alles schön und gut, aber das bringt uns jetzt auch nicht so viel weiter. Graue Wolle, weißer Trockenbeton. Können wir hier oben mal Kupfer eingeben? Vielleicht kommt da was. Ein Kupferblock, ja, super. Muss man noch mehr machen können mit Kupfer, oder? Was kann man denn mit Kupfer noch so machen? Habt ihr Tipps? Oder wisst ihr was? Hier vielleicht. Eichenholzschild? Nee. Kürbiskuchen. Ja, dafür brauchen wir noch Zucker. Eier haben wir, aber Zucker haben wir keine. Räucherofen. Ofen mit Holz. Eimer. Ja, das ist klar. Roter Farbstoff. Kuchen. Da fehlt uns Eimer, damit wir Milch. Ein Schmiedetisch. Ein Schmiedetisch. Eine Leiter. Ein Bett. Der Teppich. Eisenklumpen hilft uns auch nicht weiter. Was haben wir denn sonst noch? Ein Rossharnisch. Eine Laterne. Was bringt die Laterne? Damit es wahrscheinlich hell ist. Ein Papier, ein Lagerfeuer, ja, sehr schön. Aber alles ohne Kupfer. Ich wollte ja wissen, was man mit Kupfer machen kann. Seelenlagerfeuer, auch cool. Kette. Eine Kette? Cool. Kette. Eine Lore und ein Gemälde. Bringt uns alles irgendwie nicht weiter. Eisenhelm, Steinschwert, Lederkappe, Eisenschwert, Eisenbeinschutz. Ja, das kenne ich schon alles. Hier ist was. Nee, das ist eine Lederjacke. Naja. Mit Kupfer sehe ich jetzt da nicht wirklich was. Ein Boot könnte man eigentlich auch mal eins machen, ne? Und so ein Lagerfeuer hätte ich auch voll Lust drauf. Warte mal, wie geht denn das Lagerfeuer? Stock, 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 Holz, 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 Kohle. Ich probiere mal so ein Lagerfeuer zu machen. Ich glaube, das macht er automatisch, oder? Hallo? Hat er jetzt ein Lagerfeuer gemacht? Nein. Können wir nicht, weil wir nicht genug Holz haben. Also nicht genug Stöcke, glaube ich, hatten. So war das. Und dann noch eine Kohle da irgendwo in die Mitte. Wo ist denn unsere Kohle? Ah, wir haben keine Kohle mehr. Kohle habe ich weggepackt. Ja, super. Ganz schlau war das. Also nochmal hier rein. Den Kupfer abgeben und dafür die Kohle rausnehmen. Zumindest ein Kohle. Dann kriege ich den eins. Das sind alle. Ich wollte eins. So. Gut, also nochmal Holz, Holz, Holz. Stock, Stock, Stock. Und eine Kohle. Okay. So geht's nicht. Wie ging's denn nochmal? Lagerfeuer. Da war das doch irgendwo. Hier. War doch so. Entrindetes Schwarzeichenholz oder Eichenstamm. Ah, okay, wir brauchen Stämme. Wir brauchen kein Holz, wir brauchen Stämme. Ich verstehe. Ja, dann geht das natürlich so nicht. Gut, dann kann die Kohle wieder zurück. Das Holz behalten wir mal. Die Steaks könnten wir hier grillen. Das Problem ist aber, dass wir hier noch beschäftigt sind mit unserem Kupfer, mit dem wo wir immer noch nicht wissen, was wir damit machen sollen. Ja. Sollen wir mal ins Bett gehen? Ach, hier sind auch noch Truhen. Hier haben wir noch zwei leere Truhen. Da hätte ich gar keine basteln müssen eigentlich. Ryzen, grüß dich! Der Minecraft-Stil und ich haben Nachtschicht. Du Armer. Das heißt Nachtschicht, wie lange musst du arbeiten dann? Nachtschicht hört sich an, als müsstest du ziemlich lange arbeiten. So, jetzt gehe ich erstmal ins Bett. Zu viel Eisen im Blut, was ist denn das? Verbessere deine Spitzhacke, okay. Na gut. Nee, ich wollte das hier reinpacken. Wir könnten das hier mal ganz kurz rausnehmen und dafür das Steak zwischen rein mal machen, damit wir losmarschieren können. Von 22 bis 6 Uhr. Ach du meine Güte, du Armer. Das hört sich sehr anstrengend an. Da wünsche ich dir viel Kraft, dass du das gut durchhältst. Ach du meine Güte. Hoffentlich wird es wenigstens nicht zu langweilig. Weiß ich, ist das ein guter Wunsch? Ich weiß es nicht.
Meistens heißt es dann, dass irgendwas Blödes passiert, was man nicht haben will. Wie du hörst, hörst du immer noch keine Musik, weil ich vergessen habe, Musik vorzubereiten, ich Trottel. Ich hatte ja eigentlich heute Nachmittag Zeit gehabt und ich wollte es unbedingt machen, aber ich habe es dann tatsächlich vergessen. Ich habe es einfach schlichtweg vergessen. Und als ich den Stream dann starten wollte, dachte ich mir, Mist, ich wollte noch Musik vorbereiten. So, jetzt haben wir das Steak. Dann haben wir zumindest schon mal ein bisschen Happe Happe, wenn wir gleich in die Mine gehen. Jetzt sollte es Tag sein eigentlich. Weil wir ja geschlafen haben gerade. Und dann gehen wir einfach mal hier direkt über den Berg. Und auf der anderen Seite müsste es diesen anderen Berg geben, wo die ganzen Minenschächte und so sind. Also Minenschächte, sage ich schon. Was sind das für ein Riesenbaum? Die Höhleneingänge und so. Mäh. So, hier ist dieser andere Berg mit den Höhleneingängen. Ich sehe jetzt nur leider gar keinen von diesen Höhleneingängen. Waren die ein bisschen weiter vorne? Ich glaube, die waren da so ein bisschen weiter vorne. Hier sind die Kürbisse. Da war, glaube ich, einer, oder? Das schaut mir so nach einer Höhlengeschichte aus. Hier sind mehrere Höhleneingänge. Da oben ist einer. Ja, und hier waren diese komischen Zombies vorher. Da sind sie. Nee, das sind Kraken. Oh, ist hier auch noch ein Höhleneingang. Ups, ouch. Oh ja, aber nicht so wirklich. Können wir trotzdem mal ausleuchten, wenn wir schon hier sind. Doch, das ist schon ein Höhleneingang. Aber es ist eine versunkene Höhle sozusagen. Die hilft uns jetzt nicht so viel wirklich. Gut, dann gehen wir jetzt mal darüber. Ich hoffe, dass nicht wieder irgendwelche Zombies angreifen. Hier wieder Zombies. Also Fische sehe ich. Ich glaube, man kann hier auch eine Angel craften, ne? Also im Moment sehe ich keine Zombies, das ist gut. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da sind Tintenfische. Okay. Und hier geht's hoch. In die vermeintliche Höhle. Aber so höhlig ist die gar nicht, glaube ich, oder? Ist weniger höhlig, als ich gehofft hatte. Doch hier. Hier, aber auch die ist wieder überschwemmt. Ups. Oh, ist das tief. So tief dachte ich das jetzt gar nicht. Ah, schaut cool aus hier. Ja, wenn es überschwemmt ist, dann können auch keine Monster spawnen. Das ist natürlich ganz gut. Oh, da ist Lava. Unter Wasser? Lava unter Wasser? Wie soll denn das gehen? Jetzt so nicht. Hier ist ein Zombie. Da hinten ist ein Zombie. Der macht hier die Action. Okay. Und warum ist da Wasser? Warum ist da Lava unter Wasser? Wie soll denn das gehen? Okay, wenn ich das jetzt wegmache, dann überschwemme ich alles. Das muss ich vielleicht auch nicht unbedingt machen. Okay, hier haben wir ein bisschen Action gefunden. Mich wundert es immer noch, dass wir hier Lava unter der Wasseroberfläche finden. Damit hätte ich jetzt mal nicht so gerechnet. Okay, der Zombie möchte an uns ran. Kann er nicht, weil er im Wasserstrom sozusagen festhängt. Das können wir ausnutzen, ihm ein bisschen drauf geben. So, schaut's aus. So, was ist hier? Okay, hier geht's weiter. Wasserstrom könnten wir auch mal abstellen da oben eigentlich. Das müssten wir hier zubauen.
Hallo? Nee. Hier können wir es zubauen, okay. Und hier. Ich muss mal ein Hühnchen essen, Entschuldigung. Ich muss mal kurz ein Hühnchen essen, so. Okay. Da ist zumindest mal Kohle. Ah, da unten ist auch irgendwas. Das habe ich letztes Mal schon gesehen, aber da bin ich mir immer noch ein bisschen unsicher, was das genau ist. Das muss ich erstmal hier ausleuchten. Bevor uns da irgendetwas überrascht. Ich bin eigentlich auf der Suche nach Eisen, ne? Moment, schaut es nicht so aus, als hätten wir irgendwo Eisen. Tam, tadam, tadam, tadam. Also eine Höhle haben wir zumindest schon mal gefunden, das ist ja gut. Aber Eisen, Pustekuchen. Bisschen Kohle da hinten, immerhin. Aber jetzt geht uns gleich die Eisenspitzhacke kaputt, wir haben kein neues Eisen gefunden bisher. Oh nein! Muss man aufpassen. Jetzt wurden die Fackeln, glaube ich, auch weggeschwemmt, oder? Ne, wurde nicht weggeschwemmt. Da unten steht sie noch. Gut. Ja, das ist das Problem. Dass hier irgendwie dahinter das Wasser ist. Weil wir ja direkt an diesem See sind. So, wurde wieder nicht weggeschwemmt. Das ist gut. Die hier wurde aber weggeschwemmt, aber die haben wir jetzt wieder gesammelt. Und was ist denn jetzt das hier? Das ist, glaube ich, irgend so ein Moos. Ohne Moos nichts los. Gut, hier ist auch nochmal Kohle. Und da war doch, glaube ich, auch noch irgendwo Kohle, oder? Nee. Das Eisen. Das Eisen. Das Eisen! Das kann aber kein Kies sein, wollte ich gerade sagen, aber es ist Kies. Der Kies fällt ja runter. Aber es ist Kies. So, hier ist Eisen tatsächlich. Super. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Eisen gefunden. Aber auch wirklich leider nur ein bisschen. Mist. Ich brauche noch mehr Eisen. Hallo, ist hier Eisen? Hallo. Das ist auf jeden Fall mal eine coole Höhle. Eine sehr große Höhle. Und da geht's hoch. Da geht's auch hoch. Da hinten ist Kohle. Okay. Na, die Kohle nehmen wir natürlich auch mit. Oh, und hier haben wir einen Durchgang entdeckt, glaube ich. Ja, hier ist ein Durchgang. Sehr interesting. Very interesting, einen Durchgang in eine Schlucht, so wie es ausschaut. Hui. Na cool, okay. Da war auch noch Kohle. Die nehmen wir auch noch mit. Man muss sehr aufpassen, wenn man so Höhlen erforscht, die in der Nähe von so Ausgängen sind. Also wo es sozusagen zurückgeht ans Tageslicht. Weil wenn es dann nämlich Nacht wird, dann können da sehr, sehr fiese Viecher reinkommen. Die dann draußen während der Nacht spawnen. Weil draußen ist ja dunkel. Und dann kommen die rein. Und dann nerven die. Das kann sehr leicht passieren. So. Hier gibt es Kohle. Und dann machen wir das hier zu mit Bruchstein. Damit ich dort nicht wieder rein stolpere sozusagen und das wieder neu erkunden möchte. So, jetzt wird es, glaube ich, Nacht. Es wird tatsächlich Nacht. Das ist schlecht. Oh, wir sind in einer Schlucht. In einer kleinen Schlucht, wie es ausschaut. Ja, wenn jetzt Nacht wird, dann haben wir das Problem, dass wir natürlich von oben jetzt die ganze Zeit Besuch bekommen können. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Oh, nochmal Kohle. Auch nicht schlecht. Kupfer und Kohle.
muss mir dringend mal angucken, was ich mit dem Kupfer so machen kann. Da bin ich noch nicht so informiert, was den Kupfer angeht. Das Kupfer, was das Kupfer angeht. Wenn ich jetzt hier weiter grabe, müssten wir doch eigentlich zu dieser Schlucht kommen, oder? Oder nicht? Nee, aber die ist so ein ganz schönes Stück weg. Ich versuche mal, mich hier irgendwie ein bisschen runter zu graben. Die Spitzhacke ist gleich kaputt. Leider. Aber ich habe auch nochmal Kohle entdeckt. Da ist auch eine Verbindung nach draußen, ne? Das seht ihr. Da oben sind die Sterne. So, die eine Spitzhacke ist kaputt, dann nehmen wir die Steinspitzhacke. Ist natürlich wesentlich schlechter, aber immer noch besser als keine Spitzhacke. So. Also Kohle haben wir schon mal viel gefunden, das ist gut. Und Eisen auch ein bisschen. Wie viel Eisen? 2 leider nur. Da können wir uns keine neue Spitzhacke machen. Das heißt, wir müssen mindestens noch ein drittes Eisen finden. Würde ich mal sagen. Hallo? Ist hier jemand? Nein. Ja, wir müssen uns hier ein bisschen runterbauen, damit wir dann in diese Schlucht da unten reinkommen. Wir haben auch noch keinen Kompass, fällt mir gerade ein. Dann können wir auch nicht nach Hause finden. Ah, auch nicht so gut. Aber im Moment weiß ich noch ungefähr, wo wir sind. So ungefähr zumindest. Also hier ist auch viel Kohle zu finden. Da müsste doch auch irgendwo ein bisschen Eisen zu finden sein. Das muss doch möglich sein. Pass mal auf, wir bauen das hier auch mal ab. Und dafür fülle ich das hier auf. Das ist sozusagen unser Abstieg hier. Unser versuchter Abstieg. Aha, da ist Kies. Die Frage ist, wenn ich den Kies jetzt weggrabe, fällt dann gleich alles in sich zusammen oder wie ist das? Ich probiere es einfach mal. Nö, da geht es also weiter. Aber hier fällt alles zusammen. Okay, interessant. Nein! Boah, das ist eine tiefe Schlucht. Okay, das lohnt sich. Das Problem ist, wenn wir uns weiter in diese Richtung graben, kommen wir nicht wirklich runter, weil die Schlucht in dieselbe Richtung auch nach unten geht. Okay, da müssen wir uns eher in diese Richtung runtergraben. Gut, dass ich das entdeckt habe. Ja, hier, da ist es besser. Das ist zielversprechender, kann man das so sagen? Das zielführender, so würde man, glaube ich, eher sagen. Und nochmal Kohle. Sehr schön. Im Moment haben wir noch keinen Besuch bekommen. Hätte ich jetzt nicht so laut sagen dürfen, ne? Oh nein. Ich um ein vorlautes Mundwerk. Hallo Besuch. Wir sehen zumindest, wenn es wieder Tag wird. Das ist gut. Ich traue mich fast nicht, hier nach oben zu graben, weil ich fürchte, dass da oben Wasser ist. Aber nein. Ich glaube, dafür sind wir schon zu tief. Das Wasser ist schon vorbei. Hm,
So, da ist eine Fackel von uns angebracht worden. Dann geht es hier weiter. Ich versuche weiterhin da so ein bisschen in die Tiefe zu graben. Und die nächste Spitzhacke hat es erledigt. Also, wir suchen Eisen. Das ist unser großes Ziel. Und wir wollen natürlich ein bisschen Höhlen-Action machen hier. So. Okay, geht's hier weiter? Oder stürzen wir da gleich in den Tod? Das ist die große Frage. Mal eine Fackel nochmal anbringen hier. Eigentlich müssten wir doch hier auch runterkommen, oder? Ja, das schaut gut aus. Gefällt mir nicht. Das ist viel zu offen hier alles. Das schaut cool aus, ne? Das schaut sehr cool aus. Warum ist da unten Licht? Wahrscheinlich, weil wir da eine Fackel hingestellt haben. Ich würde gerne warten, bis es Tag wird. Vielleicht kann ich da ein bisschen ausleuchten. Um uns das ein bisschen sicherer zu machen hier. Jetzt sind wir draußen, oder? Da ist der Mond. Ja, jetzt sind wir irgendwie draußen. Wir haben auch fast alle unsere Fackeln schon verbraucht. Aber für mich schaut es so aus, als hätten wir hier die Chance, Eisen zu finden. Kupfer haben wir schon mal gefunden. Ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, ich weiß, ich habe an dem Kupfer jetzt gerade die Fackel festgemacht. Bald mal Tag, hallo. Okay, wir können dann vielleicht mal hier runter gehen. Eine Fledermaus. Eine Fledermaus. Was ist hier sonst noch? Das Eisen. Ja, wir haben Eisen gefunden. Ja, Eisen. Hier ist Wasser irgendwo. Und Lava. Ich höre mir im linken Ohr höre ich Lava. Lava. Das Eisen. Gibt es hier noch mehr Eisen? Nein, wieder nur ein einziges Eisen. Wie geizig. Wie geizig ist diese Höhle? Ne, das ist Kupfer. Und das ist, glaube ich, nur irgend so ein Moos oder so. Das hilft uns gar nichts. Eieieiei. Na gut. Dann gucken, was hier unten noch ist. Aber ich glaube, da ist gar nichts mehr. Nee, da ist gar nichts mehr. Okay. Eine Sackgasse. Gassus Sackus. Toll. Wir haben keine Fackel mehr, aber wir haben noch Holz dabei und auch ein bisschen Kohle, das ist gut. Wird es denn jetzt endlich mal Tag? Ja, es wird Tag. Es wird Tag und da hinten scheint es auch irgendwie eine Verbindung nach draußen zu geben. Ah! Was soll denn das? Kommt da einfach so ein brennender Geselle vorbei? Puh, der hat mich jetzt ganz schön erschreckt. So, also, da oben ist ein Pferd. Ja, ich gehe mal darüber und leuchte da drüben mal ein bisschen aus. Hier scheint es nämlich auch noch runter zu gehen. Vielleicht finden wir da noch was Interessantes. Oh, hier geht es aber ziemlich... Oh, das war wieder Kies. Hier geht es doch ziemlich steil runter.
Findet wir hier vielleicht nochmal Eisen? Enge Höhle und... Oh. 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 Oh, hier ist das sehr offen. Ah, Eisen! Eisen! Nein, und eine Spinne. Hallo? Ich laufe vom Eisen weg, aber ich will gar nicht. Keine Fackeln mehr. Stickies. Und Fackeln. So. Das sind jetzt wirklich die letzten Fackeln, weil sonst haben wir, ich glaube, wir haben kein Holz mehr dabei, ne? Nee. Wir haben tatsächlich kein Holz mehr dabei. Aber wir holen uns jetzt das Eisen, was wir da an der Wand gesehen haben. Ah! Da ist die Spinne. Hilfe! Oh, Gott sei Dank. Eieieiei. Ich glaube, ich leuchte da mal ganz kurz ein bisschen aus. Und wenn ich nochmal so überrascht werden. So. Dann hoch. Und das Eisen holen. Da ist es. Vielleicht ist es hier wenigstens ein bisschen mehr Eisen. Komm schon. Ah, wieder nur zwei, verdammt. Na gut, aber immerhin. Immerhin. Das ist doch immerhin etwas. So. Waren wir da unten schon? Nein. Schaut nicht so aus. Dann gehe ich jetzt mal hier unten weiter. Hallo? Dann doch nicht hier unten. Da ist auch noch was. Hier geht es auch noch weiter. Krass, was ist das für eine Höhle? Aber da oben ist Tageslicht. Da geht es nach oben. Aha. Oh, da ist jemand. Nein, ein Creeper. Oh. Oh, da oben waren einige Creeper offensichtlich. Jetzt nicht mehr. Und von dort kommen wir, ja, genau, von dort kommen wir. Von dort haben wir uns runtergeseilt sozusagen. Hm. Ich bleib mal hier. Hier können wir, glaube ich, noch gut was entdecken. So, hallo? Okay, eine Sackgasse. Eine Sackgasse. Das ist doch schon mal gut. Dann können wir hier zumachen. Und dann hau ich mir nochmal ein gebratenes Hühnchen rein. Und dann gehen wir hier noch ein bisschen weiter. Eine weitere Sackgasse. Ja, ich glaube schon. Aber da war ein Eisen. Ich habe es gesehen. Da war ein Eisen. Hier ist ein Eisen. Sehr gut. Ja, leider auch wieder nur eins. Aber hier geht es noch weiter, oder? Aber leider auch nichts. So, wie viele Eisen haben wir? 6 Eisen immerhin. Immerhin. Gut, dann ist es hier auch sackgassenartig. Ich mache auch mal hier zu. Schaffe ich das? Doch. So. Und dann auch da. Dann haben wir da auch zugemacht. Okay, dann ist da unten nichts mehr. Dann können wir hier eigentlich auch überall zumachen, theoretisch. Aber das ist mir fast zu groß.
Ich setze ihn ein bisschen anders hin. So. Okay. Ich befürchte fast, dass es schon wieder Nacht ist draußen. Hallo? Haben wir hier? Hier waren wir doch auch schon. Was war denn hier nochmal? Da war doch auch eine Sackgasse, oder? Nein, da war noch keine Sackgasse. Da gingen uns nur die Fackeln aus. Hier ist die Sackgasse. Okay. Können wir auch zumachen. Ja, ich weiß, man könnte die Fackeln wieder einsammeln, aber dann kann da drin was spawnen und dann nervt das. So. Dann hört man das ständig oder so. Und es kostet auch Performance oder es kann Performance kosten. So, da unten, glaube ich, ging es noch weiter, ne? Richtig. Dann müssen wir diese Fackel mal anders setzen. Nämlich hier hin und dann kann ich da die Treppe nach unten bauen. Ja, schaut doch ganz gut aus. Dann können wir hier noch eins hinsetzen. Ups, das war zu viel. So. Was ist hier los? Nichts. Gut. Da geht's nach unten. Was ist hier? Ein großer Raum. Ein großer Raum, leider ohne Kohle. Ohne Eisen. Ohne Kohle auch, aber auch ohne Eisen. Da ist Kohle. Gehen wir erstmal da hinten lang. Hier ist Erde, interessanterweise. Kupfer bringt uns nicht weiter. Ich mache hier mal zu. Ich will da nicht tausendmal reinlaufen. Ich merke, ich kenne sowas. Wenn man dann raussucht, wenn man dann sozusagen den Weg nach draußen sucht, dann läuft man 1 Million Mal in diese selben Gänge da rein. Und da ist nochmal Eisen. Sehr gut. Jetzt haben wir schon wieder keine Fackeln mehr. Gut, damit müssen wir jetzt leider unsere Höhlenexpedition beenden, weil wir keine Fackeln mehr haben. Au, ja, da ist richtig viel Eisen. Das hat sich dann nochmal gelohnt jetzt zum Schluss. Können wir uns vielleicht ein paar Eimer machen. Oder zumindest ein Eimer. Ja. Und dann können wir vielleicht jetzt zum zweiten Teil des Streams übergehen. Und ein bisschen draußen bauen. Das wird auch cool. Höhlen-Action haben wir jetzt für heute genug gemacht. So, da komme ich hoch. Gut, jetzt müssen wir natürlich noch den Weg nach draußen finden. Da könnte es rausgehen. Aber hier waren wir schon. Ich glaube, wir gehen lieber mal hier raus. So, ist es Tag? Ist es Tag? Ich glaube, ja. Schaut so aus, oder? Ja, es ist Tag. Es ist aber, glaube ich, gerade Ende vom Tag. Also abends, kann man sagen. Ne? Es ist gerade Abend. Kohle möchte ich gerne mitnehmen. Waren wir da schon unten? Nee, da waren wir noch nicht unten. Sehr cool alles hier. Ja, dann gehen wir erstmal hier hoch. Hier gibt es Pferde. Und es wird gerade dunkel, so wie es ausschaut. Ich glaube, wir müssen in diese Richtung da hoch. Das habe ich irgendwie so ein Gefühl. Was willst du, Fury? Fury! Okay, hier ist diese Schlucht. Ich verstehe. Da ist die Schlucht. Und in diese Richtung müssten wir, glaube ich, nach Hause. Ja, da unten ist die Höhle, die wir ausgeleuchtet haben. Ich versuche mich mal zu beeilen, dass wir nicht allzu viele Monster gleich begegnen. Bevor wir dann in unser Bettchen reinkommen. Oh. So nicht in irgendeine Höhle reinstürzen. Ups. So, jetzt müssen wir darüber schwimmen.
Das hilft nichts. Da rechts müsste das Dorf sein, genau. Oh, jetzt fängt es auch noch zu regnen an. Na, sehr gemütlich hier. Oh, welche Zombies verfolgen mich, glaube ich. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Kann sein. So. Und ich sehe mal wieder nichts. So, hier hoch. Hoch, 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 hoch. Und jetzt Gas geben. Warum läuft das denn nicht? Lauf mal. Ja, so. Wir werden beschossen. Da ist unser Turm. Gut, dass wir ihn erleuchtet haben. So sehen wir ihn ganz gut. Zombie. Schnell. Ist da jemand vor der Tür? Nein. Glücklicherweise nicht. Schnell rein. Und zu. Oh, okay. Und ins Bettchen. Puh, super. Ich habe mir gar nichts zum Trinken hergestellt, merke ich gerade. Naja, nicht so schlimm. So. Dann Kupfer raus, Eisen rein. So, das war das Kupfer. Das können wir auch zurücktun. Kies haben wir hier schon. Weiß ich gar nicht. Kohle, Andesit, Feuerstein. Brauchen wir alles nicht. Bruchstein, okay, passt. Gut. Mit dem Eisen, wenn das hier fertig geschmolzen ist, möchte ich ganz gerne zwei Eimerchen draus machen. Wir brauchen vielleicht nochmal eine Schaufel. Bruchstein. Ach ja, wir haben kein Holz mehr. Ist hier noch Holz drin? Nein. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal Holz sammeln. Das können wir ja machen, während das hier schmilzt. So, ist hier irgendein Fiesling unterwegs? Nein. So, Holz sammeln. Ich muss was essen. Super. Wir nehmen mal dieses Holz. So. So geht's. Okay, passt. Den nehmen wir auch noch mit. Dann machen wir das zu Holz und den Holz zu Stäben und die Stäbe dann gleich zu einer Schaufel. Achso, ich will hier gleich nochmal einen Baum einpflanzen. Wenn hier was runterfällt. Fällt da was runter? Hallo! Ja, war schon eins. Hier rein. Da ist noch einer. Pflanzen wir gleich mal hier ein paar Akazienbäume. Das kann sicherlich nicht schaden. So, da ist unser Häusle. Beziehungsweise unsere Gruftwohnung. Oder wie soll man denn da sagen? Unsere nicht so besonders tolle Berghöhlenwohnung. So. Das Eisen ist fertig. Und dann können wir nicht nur eine Schaufel machen, sondern wir können auch zwei Eimer machen. Damit sehr schön. Gut, die brauchen wir gleich, weil wir wollten ja die Insel erweitern. Ihr erinnert euch. So, hier rein. Passt, den Stein können wir eigentlich auch hier lassen. Ja. Gut. Ich hoffe, es wird nicht wieder dunkel. Nein, das wäre zu krass. So, ich muss jetzt mal ausprobieren, wie das mit dem Wasser funktioniert. Und das immer noch so funktioniert wie früher. Ah, ich hätte ein Boot noch machen können. Ich mache noch kurz ein Boot. Dafür brauchen wir wiederum Holz. Ich sammle erst noch mal kurz Holz.
So, Holz, Holz, Holz. Da gibt es noch mehr Holz. Noch mehr Holz, noch mehr Holz. So. Gut, dann. Ist hier noch irgendwo ein Findling runtergefallen? Ja, hier. So. Gut, dann rein in die Hütte. Ein Boot bauen. So, Boot war so, oder? Ja. Ein Akazienholzboot. Da, schau her. Nobel, nobel. Ich wusste gar nicht, dass man jetzt auch schon inzwischen verschiedene Boote bauen kann, aber umso besser. Okay, dann packen wir uns das Boot dorthin. Da muss man natürlich auch mal bei Gelegenheit einen Steg bauen. Was sind das für ein komischer Baum? Na gut. So, und rein ins Boot. Hallo? Umschalt links, um auszusteigen. Hallo? Nein, das war zu weit. Wir wollen auf diese Insel hier. Also irgendwie ist das mit dem Steuern nicht so elegant. Okay. So, Umschalt links, um auszusteigen. Du bleibst hier? Ja, gut. So, wir wollten da drüben die Insel erweitern. Ja, so wollten wir das machen. Wir wollten hier einen Wassergraben bauen. Und ich baue jetzt erstmal das da hinten weg. Hier ist nämlich noch zu viel Erde. Eindeutig zu viel Erde. Die muss weg. Und hier ist auch noch ein Erdbrocken, der da auf uns wartet. So. Die Erde sammeln wir natürlich auch mal ein, weil die können wir bestimmt irgendwann brauchen. Müssen wir uns vielleicht eine spezielle Erdkiste oder sowas mal machen, wo die ganze Erde reinkommt. Gut. Dann, wie geht's hier weiter? Ich würde sagen, so ein bisschen schräg. Das passt so und dann hier weiter. Nächstes Mal gibt es hoffentlich Musik. Also ich versuche es, ich gebe mein Bestes. Haben wir da einen Baum abgeholzt? Ja, offensichtlich. Dass ich bis zum nächsten Mal, also bis zum nächsten Donnerstag, die Musik raussuche. Und dann haben wir ein bisschen Musik hier im Stream. Das ist ein großes Manko von Minecraft, dass es keine eigene Musik hat. So. Okay, gut, das haben wir geschafft. Dann grabe ich hier mal einen Brunnen. Ich möchte nämlich schauen, ob das System immer noch funktioniert mit dem Brunnen. So, so ein Vierer-Ding. Und dann holen wir uns mal hier das Wasser. Genau, das wird dann auch wieder aufgefüllt, richtig. Das heißt, wenn wir hier und hier ein Wasser hinsetzen, müsste das eigentlich sich selbst wieder auffüllen, oder? Ja. Okay, das funktioniert soweit. Dann müssten wir hier. Das müsste dann so funktionieren. Also immer zwei. Eins. Wir wollen ja hier alles voller Wasser machen. Das müsste eigentlich so funktionieren. So, da können wir nämlich hier weitermachen. Das Gute ist, wir bauen dann automatisch hinter uns immer gleich einen neuen Brunnen. Das war jetzt, glaube ich, nicht so schlau. Da müssen wir wieder zumachen. Machen wir erstmal hier. Okay. Also, ihr werdet gleich sehen, was ich hier vorhabe. Wir bauen also hier und hier unser Wasser hin.
füllen dann wieder auf, bauen hier unser Wasser rein, füllen dann wieder auf, bauen hier unser Wasser rein, füllen auf. So. Okay, dann hier weiter. Da müssen wir wieder auffüllen. Okay. Und wenn ich jetzt hier die Dinger verbinde, dann müsste das eigentlich eine Wasserfläche ergeben. Und das passiert auch. Ja, dann habe ich mir das richtig überlegt. Okay, passt. Wenn ich nach unten grabe, weiß ich nicht, wird das dann auch automatisch aufgefüllt? Ich glaube schon. Jetzt haben wir hier haben wir jetzt irgendwie eine Strömung. Da ist noch der Wurm drin. Wo müssen wir jetzt das Wasser hinmachen? Hier. Ja, genau. So, okay. Da stimmt, glaube ich, noch irgendwas nicht. Oh nein, es wird schon wieder dunkel. Verdammt! Dann schnell zurück. Obwohl, eigentlich könnten wir jetzt in den Baumodus gehen, ne? Naja, egal. So, wir bauen heute noch diesen Fluss da fertig. Und dann war es das für heute, für den Stream. Hallo, nein, ich wollte auf das Boot gehen. Nein. Nein, darüber. Also irgendwie habe ich es nicht so mit diesem Boot. So, jetzt. Okay, und hier kommen wir nicht raus. Hier. So. Nein. Wie ist denn jetzt? So, jetzt. Schnell nach Hause! Da müsste der Ofen eigentlich inzwischen auch fertig sein. Da hat man da irgendwas drin? Ich glaube schon, oder das Eisen. Aber das war schon längst fertig. Hatten wir nichts drin, okay. Betty! Und weiter geht's. Brauchen wir irgendwas von hier? Ja, ich glaube, wir können nochmal eine dritte Schaufel gebrauchen. Nochmal eine Eisenschaufel. Oder sollen wir das Eisen lieber sparen? Ich glaube, ich spare das Eisen lieber. Bruchstein, hier. Eins reicht ja. Zack, zack. Zack. Gut, 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 gut. Dann wieder rüber zur Baustelle. Ja. Haben wir hier schon den Fluss gebaut? Nein, das ist nicht hier, das ist auf der anderen Seite. Okay, rein ins Boot. Achso, wir müssen umdrehen. Nee, so ist es nicht. Aber jetzt müssten wir eigentlich da direkt in die Baustelle reinfahren können. Weil da ja jetzt Wasser ist. Also zumindest ist das der Plan gewesen. Oh, schaut mal, hier ist ganz viel Kohle. Ne, hier ist nicht. Hier ist es nicht. Das ist nicht die Baustelle. War sie dann doch hier? Ja, wir haben es noch nicht verbunden. Wir haben es noch nicht verbunden. Na, auf jeden Fall, das war aber verbunden. Ja, das geht wirklich sehr gut. Das geht wirklich sehr gut. Das Problem ist, ich weiß nicht, können wir jetzt hier weitermachen? Ich glaube schon, oder? Ja, hier können wir auch weitermachen. Das wird automatisch... Ne, hier geht's nicht. Das geht nicht. Aber hier geht's. So. Und hier müsste es auch gehen. Perfekt.
Gut. Dann nochmal eins in die Tiefe gehen. Damit wir auch einen richtig schönen tiefen Fluss bekommen. Das muss natürlich sowieso weg hier, das geht gar nicht. So, wie muss denn das jetzt weitergehen? Hier können wir schon mal verbinden. So. Ne, da geht es leider nicht von alleine weiter. Okay. Zack. Jetzt ging es aber. Okay, dann hier. Da muss man hier zack. Das ist gut. Reicht doch eigentlich hier ein Zack, oder? Ja, sehr gut. Okay, das haben wir. Dann hier auch noch ein bisschen weiter. Da müsste es eigentlich von alleine gehen und da auch. So, und das muss auch noch weg. So. Gut, damit haben wir das verbunden. Das darf noch ein zweites Feld tiefer werden alles. Sammeln wir gerade mal die Erde ein. Und warum ist die denn hier so weit unten? Hallo Erde! Was mir nicht gefällt, ist, dass da unten Stein ist. Eigentlich sollte da auch Erde sein. Das muss ich, glaube ich, dann nochmal ausbessern. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Jetzt bauen wir erstmal unseren schönen Fluss. Beim nächsten Mal verbessern wir ihn noch aus. Ja, das ist jetzt schlecht. Und hier ist tatsächlich auch sogar Stein. Müssen wir jetzt so wegmachen. Schnarch, schnarch, schnarch. So alles aufsammeln, was hier rumschwimmt. Dass wir für Vorrat gesorgt haben. So. Wir bauen einen Fluss. Ich glaube, sowas habe ich in Minecraft tatsächlich noch nie gemacht, dass ich einen Fluss gebaut habe. Einmal ist immer das erste Mal. So, hier ist tatsächlich selbst der Ursprungsfluss ist hier auch nur eins tief, glaube ich. Aber auch nur bis hier. Da ist Sand, das ist auch nützlich. Den sammeln wir natürlich auch ein. Denn da können wir mal Glas machen damit. Alles einsammeln. So. Wir hängen am Boot fest. So. Was ist denn das? Ach, das ist der Sand. Ach, wisst ihr was? Das ist gar kein Sand, sondern das ist Lehm. Das ist umso besser. Lehm. Her mit dem Lehm. Die letzten Dinger da ein abbauen. Kommen wir da rüber? Nee, nicht wirklich, ne? Da sind immer noch ein paar Lehmkügelchen, die wir hier nicht eingesammelt haben. So. So, sammeln wir natürlich auch alles. Graben wir alles weg. Da kann es eigentlich bleiben. Da war es ja natürlicherweise auch so. Gut, dann muss der Fluss jetzt noch erweitert werden.
Das muss auf jeden Fall noch anders. Noch eine Schaufel. Also ein ganz schön Schaufelverschleiß hier. So, dann... Ja, wie machen wir das denn jetzt am blödsten? So, oder? Ja, genau. Gut. Dann... Ich glaube, ich baue jetzt... Wie machen wir das denn? Ich glaube, ich mache das wieder so, wie wir es gerade eben gemacht haben, mit diesen Viererschritten. Das war eigentlich ganz cool. Also 4, dann 1. Dann wieder 4. Dann wieder 1. Das ging, glaube ich, ganz schnell, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe. So, war hier Eisen? Nein, das ist nur ganz normaler Stein. So, dann sind wir gleich da vorne. Dann ist die Frage, sollten wir das noch erweitern oder nicht? Hier hin? Ja. Dieses Geräusch, wenn er das Wasser auffüllt, ist so ulkig. So, da rein, da rein, da rein. Dann wieder hier rein. Sehr schön. Kann sich nur noch um Stunden handeln. So. Der letzte eigentlich, ne? Wenn wir das jetzt hier aufmachen, glaube ich, dann geht es nicht von alleine. Da müssen wir auch nochmal ran. Jetzt geht's. So. Tada. Wir bauen einen Fluss. Was kostet die Welt? Es wird schon wieder dunkel. Das machen wir jetzt noch fertig da hinten. Sehr schön. Halt, wo schwimmst du hin? Gut, hier muss der Fluss natürlich auch noch weitergehen. Und zwar hier sollte er, glaube ich, anfangen. Das regelt sich, glaube ich, gleich alleine, wenn ich da hinten durchgegraben habe. Oder? Ja. So, und dann hier. Oh, 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 oh. Es wird dunkel, 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 dunkel. Und wir haben auch keine Schaufel mehr. Das bedeutet, Zeit nach Hause zu flitzen. Hier müssen wir auch noch graben. Wir brauchen eine neue Schaufel und wir müssen schlafen. Aber wir sind gleich fertig mit unserem Fluss. Halt, falsch rum, falsch rum, falsch rum, falsch rum, falsch rum. Das ist die Richtung. Wir sind gleich fertig mit dem Fluss und ja, dann haben wir gut was erreicht heute. Da ist unser Aufstieg. Ich glaube, wir können die Erde auch mal abladen. Wir müssten jetzt einen Haufen Erde inzwischen im Gepäck haben. So. Also. Ja, da ist richtig viel Erde. So, Erde, 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 Bruchstein, Erde, Erde. Tonklumpen. Weizenkörner haben wir hinten in der anderen Kiste. Dann... Achso, den Bruchstein brauchen wir ja noch. Da. Um neue Schaufeln zu machen. So, so, so.
Ach komm. Noch eine zusätzlich. Da müsste es ja eigentlich jetzt Tag sein, weil da haben wir geschlafen. Ist das auch? Rein ins Boot. Und dann, warte mal, das Boot drehen und Gas geben. So, jetzt können wir auch schon relativ weit, glaube ich, in unseren Fluss dann reinfahren. Wir haben jetzt zwei Inseln erzeugt, oder? Hier und dort. Ja, genau. Da ist jetzt der Fluss dazwischen. Passt perfekt. Da könnte die Stelle noch ein bisschen breiter sein. Und hier ja eh. So. Hier ja eh, weil wir hier noch nicht fertig mit Graben waren. So. Perfekt. Super. So, hier waren wir auch noch nicht fertig mit Graben. Gut. Und hier könnte... das Bild. Da würde ich gerne auch diese Bereiche hier verbinden. Ich glaube, das wäre auch ganz cool. Blöd. So. Die verbinden wir dann auch mal gleich. Passt. Sehr schön. Ta-da-da-da-da. So. Hier ist das Wasser. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Nein, das war falsch. Jetzt ist richtig. So, hier können wir dann auch mal lang zwiebeln. Wie weit soll das denn hier werden? Also hier kann eigentlich schon ein kleiner See entstehen. Hier rein, ja. Dann hier so lang. Und jetzt hier erstmal trocken. Hier entlang, dort entlang, dort entlang. Wunderbar. So, genau. Dann haben wir hier einen kleinen See. Also noch nicht ganz. Wir müssen da noch... Ups. Wir müssen hier noch ausbessern. So, ich sammle hier gleich nochmal die ganze Erde ein. Kann man immer brauchen. Das war mal wieder falsch. Halt! Es sind immer gleich so Mutanten Wasserströme entstehen müssen. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache eigentlich. So schaut gut aus, ja. Perfekt. Doch, das ist auch richtig gewesen. Passt. Perfekt. Gut.
Gut, dann können wir jetzt, glaube ich, hier lustig vor uns hin arbeiten, weil das müsste sich dann immer gleich sofort alles auffüllen. Dann haben wir einen kleinen See erzeugt. Die Frage ist, soll der See auch zwei Felder tief werden? Ich glaube, nein. Der See soll lieber nur ein Feld tief sein. Einfach zur Abwechslung. Da können wir das ein bisschen abgrenzen zum Fluss. Denke ich mir, wäre ganz gut optisch. So, See ist gleich fertig. Da muss der Fluss noch zwei Felder tief werden, dann sind wir fertig. Zumindest mit dem Groben. Okay, also hier ist Fluss. Genau, hier können wir auch schon mal zwei Felder tief machen. Das kann weg. Hallo? Das muss noch weg hier. Das schaut ja nicht gut aus. Wie wir dann nach da hinten weitermachen, das müssen wir uns noch überlegen. Hier hinter. Aber da muss ich, glaube ich, auch weiter bauen, weil es soll ja eine Insel werden. Und eine Insel hat ja nun mal einmal außenrum. Die ist halt einfach außenrum frei. Wenn es eine Insel ist. Sonst ist es ja keine Insel. Ja, die hat ja hier schon eine Verbindung. Das müssen wir dann nur noch ein bisschen schöner machen. Die Verbindung steht aber eigentlich schon. So, dann kommt hier der Fluss hin. Und der Fluss hat ja bekanntermaßen zwei Felder Tiefe. Das kann man dann vielleicht auch ein bisschen variieren. Nein. Also ich versuche das ein bisschen zu variieren. Machen wir hier mal auch nochmal so. Passt. Die ganze Erde einsammeln. Wird schon gleich dunkel, aber wenn es jetzt wieder dunkel wird, dann gehe ich in den Peace-Modus. Weil wir ja gerade im Bauen sind. Und das nervt, wenn wir ständig hin und her laufen müssen. So, hier müssen wir auch noch den Fluss ausbauen. Da fehlt noch eins. Gut, eigentlich müssen wir hier jetzt mit Erde ausbauen, ne? Damit das auch ordentlich ausschaut. So. Ja, wie wir dann hier weiterbauen, das können wir uns dann auch noch ausdenken. Gut. So, dann geht es hier weiter. Gut. Okay, und dann kommt hier wieder Stein. Der muss natürlich auch weg. Eine Kante, ja, passt. Und hier wird es ziemlich schmal. Wollen wir das so schmal haben? Bin mir jetzt gerade unsicher. Aber eigentlich, warum nicht? Kann ja auch mal ein bisschen eine schmalere Stelle jetzt da kommen. Ist ja ganz gut, wenn man ein bisschen Abwechslung hat. So. Okay, wir haben es gleich. Die Hackspitzhacke hat es aber auch gleich. Und das war's mit der Spitzhacke. Und wir haben keine neuen Spitzhacke. Verdammt! Wir waren fast fertig. Na gut, dann muss ich jetzt auch noch mal kurz nach Hause zurück. Und dann können wir uns Pofen legen. Und die neue Spitzhacke holen. Verdammt, warum haben wir jetzt keine Spitzhacke mehr dabei? Wäre so schön gewesen. Na gut. Ich weiß nicht, sollen wir das noch ein bisschen breiter machen hier? Ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen das noch ein bisschen breiter machen. Sind wir jetzt richtig? Ja. Nee, falsch rum. Da lang müssen wir. Bisschen breiter müssen wir es, glaube ich, noch machen. Ja. Das machen wir dann beim nächsten Mal.
Das machen wir dann beim nächsten Mal. Wo es dahin geht, würde ich euch auch mal ganz gerne wissen. So, runter da. So. In den Pofinger. Und dann Spitzhacke machen. Gleich mal drei. Ja, die Erde macht sich da breit, das ist ja unglaublich. So. Gut, die Erde können wir hier reinlegen. Da ist das auch schon bald wieder voll. Wahnsinn. Gut, die Eimer brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, aber ich behalte sie noch mal ganz kurz im Inventar. Man weiß ja nicht, was noch kommt. So. Ach, schau, guck mal. Von hier aus sieht man das jetzt schon. Dass wir da einen kleinen Fluss gebaut haben. Cool. Sehr schön. Wo ist unser Schiff? Oh nein, da ist es. Es versteckt sich. So, drehen, drehen, drehen und los. Ja, das muss auf jeden Fall noch breiter werden. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Hier muss es ein bisschen breiter werden, auf dieser Seite. Jetzt hacken wir aber erstmal die restlichen Steine hier weg. Das war eins zu tief, aber es ist gar nicht schlimm. Wir müssen das dann eh mit Erde ausbauen. Also alle Steine weg, da muss noch mal eine Lage Steine mehr weg. Und dann müssen wir das mit Erde ausbauen. Weil so ein Fluss mit Steinen, das ist irgendwie nicht so das Wahre. Okay, perfekt, super. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Hier kann das vielleicht noch ein bisschen runder und stimmiger werden. So. Gut, die Erde können wir dann mal benutzen, um dieses Loch da hinten zu füllen. So. Okay, cool. Gut. Und das muss alles sowieso weg. Die Insel müssen wir sowieso abtragen. Ja. Ich habe ja schon gesagt, bis wohin. Ich glaube, diese Höhe hatten wir gesagt, ne? Genau. Auf diese Höhe hier. Auf diese Höhe müssten wir die Insel eh abtragen. Das hier muss sowieso alles eh weg. Genau. Und das muss sowieso dann auch weg, wenn wir hier das breiter machen wollen. Noch ein bisschen. Bisschen breiter. Also nicht viel. Aber hier ein bisschen. Hier so ein bisschen. Ne? Weil das sollte ja schon nach einem Fluss ausschauen und nicht einfach nur nach so einem kleinen Rinnsal. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach nochmal kurz. Dass wir hier um eins breiter werden zumindest. So. Hier ist viel Stein. Klar, wenn wir die Erde weggraben, dann kommen wir zum Stein. Muss es hier dann auch noch breiter werden? Nee, da eigentlich nicht, oder? Da passt es dann, okay. Nein, ich wollte was reinmachen. So. So, das ist schon mal gar nicht schlecht. Tada!
Sehr gut. Ups. Ja, gefällt mir. Gefällt mir wunderbar. Gefällt mir sehr gut. Wenn wir dann die Insel hier auf der linken Seite noch ein bisschen abtragen, dann schaut das alles auch noch besser aus. Weil jetzt im Moment schaut es sehr gestaucht aus. Dadurch, dass die Insel hier so hoch ist, das wird dann aber noch besser werden. So, sehr cool. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, wir schwimmen mal zurück. Hallo? Wir schwimmen zurück und schauen nochmal von da drüben, wie das ausschaut. Und dann beenden wir den Stream für heute. Hier ist auch nochmal Kohle. Es wird auch mal langsam Zeit, dass wir ein bisschen was anbauen hier, ne? Also so ein bisschen Brot anbauen und so. Ja, schaut mal. Schaut gut aus. Gefällt mir. Die Insel muss dann noch ein bisschen flacher werden. Vielleicht nicht ganz flach. Vielleicht kann da hinten noch ein etwas höherer Bereich sein. Sodass das Haus, das wir hier drauf bauen, hier vorne einen niedrigeren und hinten einen höheren Bereich hat. Das wird mir ganz gut gefallen. Dann muss eine Brücke natürlich irgendwie hier rüber und eine Brücke hier rüber auf diese Insel. Wäre auch cool. Ja. Hinten ist dann das Dorf. Eine Brücke hier hin und von hier aus dann dorthin. Also sozusagen so mehrere Brücken. Wäre eigentlich ganz cool. Wäre eigentlich ganz cool. Bevor ich jetzt den Stream beende, machen wir jetzt noch eine Sache. Zeige ich euch gleich. Das muss jetzt dann doch mal sein. Es ist Zeit dafür. Ja toll, keine Schaufel mehr. Das ist ja Wahnsinn. Na gut. Ich glaube, mehr müssen wir nicht graben, oder? Nee, passt. So, dafür brauche ich dann noch Wasser. Und ich brauche noch ein Werkzeug, das ich im Moment noch nicht habe. Das holen wir uns mal ganz kurz. Und eine neue Schaufel brauchen wir auch. Also erstmal eine Schaufel, vielleicht auch mehrere gleich, wenn wir schon dabei sind, können wir gleich drei Schaufeln machen und dann dieses Werkzeug. Ihr wisst sicherlich schon, was ich vorhabe. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ja, wird schon dunkel? Nein. So. Also Schaufel. Können wir hier doch noch ein bisschen weiter rüber gehen? Wo baue ich das denn jetzt am besten hin? Ich denke schon hier. So ein bisschen wie die Inkas, ja? So in den Fels hinein sozusagen. Auf so Terrassen. Da haben die, glaube ich, Mais angebaut, oder? Auf diesen Terrassen. Wir werden keinen Mais anbauen, aber sowas Ähnliches. So. Gut, dann geht's jetzt los. Wie machen wir es am besten? Vielleicht hier so. Hier. Und ich weiß gar nicht, wie weit war das dann nochmal? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, hier müssten wir dann wieder. War das so? Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Ich glaube aber schon. Erde. So, wie weit sind wir da gegangen? Bis hier nur. Ach, da können wir noch ein bisschen weiter gehen. Bis hier. Gut, dann bis hier.
Ah, Mist, ein Wasser fehlt. Oh nee, es wird schon wieder dunkel. Wir müssten sowieso noch was, glaube ich, holen von innen. So, dann hier und dort und dort und dort. Jetzt passt es und das Ganze noch da drüben. So. Jetzt müsste tatsächlich nochmal schlafen gehen. Naja, egal. Machen wir. Schlafen, schlafen, schlafen. Nein. Ach komm. Wer ärgert uns jetzt hier? Egal, ich esse was. Vorm Schlafen gehen sollte man ja immer schwer essen. Kennt man ja. Es ist da schon wieder voll. Holz haben wir auch keins mehr. Ach du meine Güte. So, da ist Holz. Zack, 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 zack. Dann brauchen wir hier tatsächlich mal eine Erdkiste. Gut, dann können wir diese Dinger da rausnehmen. Sollte passen. So, können wir jetzt schlafen? Ja. So. Jetzt wieder hoch und jetzt kommt tatsächlich ein bisschen Zivilisation in unsere kleine Siedlung hier. Zivilisation. Es ist unglaublich. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht. Ich hab das schon so lange nicht mehr gemacht. Aber ich dachte, es wären vier Felder, die man hier bauen kann. So, ich glaube, ich habe jetzt sowieso... Ui, Herzenrose. Hobbygärtner. Ja, wir sind Hobbygärtner. Glaub, wir haben gar nicht so viele Samen, um da überhaupt alles zu bepflanzen. Aber es ist egal. Ich pflanze einfach mal so viel, wie geht. Samen können wir ja gleich noch sammeln gehen. Gehen wir noch ein bisschen Samen sammeln. Na komm jetzt, kommen keine Samen mehr raus hier. So, 3. Ganz schön geizig. 5, 6, 7 immerhin. Hier ist hohes Gras. Hier haben wir vielleicht Glück. Ja, 9 Stück. Immerhin 9 Stück. So, jetzt haben wir 13. Sehr schön. Reicht aber immer noch nicht. Was sage mal. Melonen können wir auch irgendwann mal anbauen. Aber das machen wir jetzt nicht hier. Das machen wir mal, wenn wir wirklich so ein kleines Dörfchen irgendwo haben. So, 7. 7, 7, 7, 7. Das sollte doch jetzt reichen, oder? Oh, da wächst schon. Ja, es reicht ganz genau. Super. Also ein kleines Feld. Und ich würde sagen, eigentlich sollte da auch ein Zaun hin um das Feld. Aber das machen wir nicht mehr heute. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ein kleines Feld. So, mit dem Blick aufs Feld beenden wir den heutigen Stream. Da hinten haben wir unseren kleinen Fluss gebaut. Wir waren heute auf einer Höhlenexpedition. Und wir haben hier ein kleines Feld angelegt. Das freut mich sehr. Wunderbar. Dann gehe ich mal in den Quatschmodus. Und ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zuschauen. Besonders bedanke ich mich bei Ryzen für die Beteiligung am Chat.
Aber allgemein an alle vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Wir spielen morgen wieder ab 19.30 Uhr Immortals Phoenix Rising auf der PlayStation, auf der PlayStation 5. Und Sonntag spielen wir Magic the Gathering ab 14 Uhr, denn dort ist ja das neue Set rausgekommen. Jetzt an diesem Wochenende kommt das neue Set raus, Kamigawa. Und wir werden am Wochenende dann ab 14 Uhr ein Sealed spielen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Genau, also Freitag, also morgen 19.30 Uhr Immortals Phoenix Rising, Sonntag 14 Uhr Magic the Gathering. Wenn ihr Lust habt, schaut rein. Valete Discipoli, noch einen schönen Donnerstagabend und wir sehen uns. Macht es gut, bis dann und tschüss.